KI-Anwendungen sind spätestens seit ChatGPT in aller Munde und adressieren dabei immer jüngere Zielgruppen. Auch im hohen Alter kann KI genutzt werden. Wie das funktioniert, soll in dieser Folge betrachtet werden. Herzlich willkommen bei Berlin, Kreuzberg, Cottbusser Damm. Hier ist der Firmensitz von Lindera. Lindera ist Medizinproduktehersteller und entwickelt digitale Anwendungen, welche in Gesundheitseinrichtungen wie Pflegeheimen eingesetzt werden. Mein Name ist Diana Heinrichs, CEO und Gründerin von Lindera. Stürze im Alter sind einer der großen ungelösten Probleme unserer Zeit. 30% der Menschen über 65 stürzen mindestens einmal im Jahr. Bei Menschen über 80 sprechen wir schon über mehr als 50%. Entweder man geht in ein Hightech-Ganglabor oder man führt ein geriatrisches Assessment sehr aufwendig mit einem Arzt durch. Und uns ist es gelungen, dass wir das dreidimensionale Bild über jede einfache Handykamera analysieren können. Und damit setzen wir Spitzenmedizin faktisch als App um und auch für einen Bruchteil der Kosten. Damit sind wir in der Altenpflege live. Das heißt, wir haben den Expertenstandard Sturzprophylaxe, wie er in der Altenpflege verpflichtend vorgeschrieben ist, wie er über den medizinischen Dienst kontrolliert wird, so umgesetzt, dass er als einfache App funktioniert. Okay, Ganglabore sind teuer, die App verspricht eine billige Alternative, übernimmt die Analyse des Gangbildes und übermittelt die gewonnenen Daten, um daraus Empfehlungen zu generieren. Aber wie funktioniert das Ganze? Grundlegend, wie unser Video Analyzer funktioniert, ist, dass wir als erstes identifizieren müssen, welche Personen sollen getrackt werden. Dafür fragen wir in der App immer, dass, wenn wir mehrere Personen festgestellt haben, auf die richtigen Personen getippt werden soll. Diese Informationen benutzen wir dann, um durchgehend durch das Video Bounding-Boxen zu erstellen für diese Person und haben dann eine feste Folge für die ausgewählte Person, mit der wir dann in das 2D-Tracking gehen können. Mit dem 2D-Tracking-Informationen können wir dann 3D-Werte erzeugen, einfach indem wir halt wissen, wie eine Person sich prinzipiell bewegen kann. Und ja, dementsprechend kann man aus den 2D-Daten auch schon 3D ableiten. Diese Daten führen wir dann wieder zusammen, um tatsächlich eine real große Person haben zu können, weil die meisten Systeme erzeugen erstmal keine real Größenwerte. Deswegen tun wir das weiter stabilisieren, führen das zusammen mit den 2D-Werten und bekommen damit tatsächlich auch die Position der Person relativ zur Kamera raus. Und all diese Informationen können wir dann weiterhin verwenden, um Schritt-Events zu finden, um Schrittlängen zu berechnen, Schritthöhen. All diese tollen Werte, die wir verwenden für unsere PDF. Man bittet eine ältere Person, sich auf dem Stuhl hinzusetzen, vom Stuhl aufzustehen, ein paar Schritte zu gehen, zum Stuhl zurück und wieder hinzusetzen. Die ganz einfache Smartphone-Kamera, das ganz einfache Handy, Tablet nimmt ein paar Schritte auf. Und die KI sagt, ob das Video in Ordnung ist. Es kommen noch ein paar weiterführende Fragen in der App zum Wohlbefinden, zu den Vorerkrankungen. Die können wir auch in der professionellen Pflege direkt aus dem Dokumentationssystem ziehen. Dahinter steckt eine künstliche Intelligenz. Das heißt, wir sind im Bereich Computer Vision unterwegs. Was unsere KI geschafft hat, ist, dass wir den Menschen in Raum und Zeit in seiner Bewegung vermessen. Wir haben zwei eingetragene Patente auf unser KI-basiertes, diagnoseunterstützendes Verfahren. Und was genau macht diese patentierte Anwendung so einzigartig? Durch die Eingabe der Körpergröße eines Menschen oder eines Objektes, der sich innerhalb des Raumes bewegt, können wir verschiedene Gangparameter berechnen. Unter anderem ist die Schrittgeschwindigkeit, Schritthöhe und natürlich auch die Schrittlänge. Und diese Bewegung, normalerweise bräuchtest du für diese Berechnung oder bräuchten wir für diese Berechnung einen bestimmten fixen Punkt. Das ist normalerweise innerhalb eines Raumes der Boden.
Und bei unseren Patenten bräuchte man das nicht. Die Qualität unserer Daten und Ergebnisse, die aus unserer KI kommen, sichern wir hauptsächlich darüber, dass wir Vergleichssysteme haben, von denen wir Daten aufgenommen haben und dann auch tatsächlich für jeden Release überprüfen, dass unser System immer noch Werte im erwarteten Bereich liefert. Also zum Beispiel die Schrittlänge haben wir mit einem Teppich verglichen, der jede Menge Sensoren drin hat, wo man also wunderbar sehen kann, wo der Fuß gerade aufgesetzt wurde. Und da haben wir dann die Videos dazu gleichzeitig aufgenommen, während das lief, und vergleichen die Schrittlänge, die wir berechnen können, mit der, die von diesem Teppich kommt. Und auch wenn Mike vom KI Campus Team nicht in die Altersklasse der Senioren gehört, testen wir die Gangbildanalyse mit ihm. Genau, wir haben jetzt hier also die Option, direkt das Video zu machen oder die Option, einen Fragebogen auszufüllen. Fragebogen kommt in zwei Abschnitten. Einmal Fragen über die Gesundheit, wo man auch gerne mit einem Pflegedokumentationssystem dran arbeiten kann. Und dann Fragen zum Alltag, die man am besten mit dem Senioren selber klärt. So, dann jetzt mal bitte aufstehen und rankommen. Rankommen. Noch ein Stück und stopp. Einmal bitte umdrehen und wieder zurück zum Stuhl. Und wieder hinsetzen. Vielen Dank. Darf man da noch mal drauf gucken, schauen, ob alles richtig ist. Hörbeeinträchtigung auch nicht? Nee. Dann und weiter. Keine Hilfsmittel beim Laufen und auch keine Unterstützung im alltäglichen Leben. Hier spielen auch Fragen zur psychischen Gesundheit eine Rolle. Ist der Fragebogen ausgefüllt, kann die Analyse beginnen. So, dann haben wir hier das getrackte Video. Da sieht man wieder in Blau die Bounding-Boxen und dann in Rot und Blau die Punkte auf der Person mit den grünen Strichen fürs Skelett. Die blauen Punkte sind einfach bloß für uns zur Orientierung da, dass man sieht, wo rechts und links ist. Weil wenn man das Skelett sich so einfach bloß im Dreidimensional anschaut, ist das immer ein bisschen schwierig. Dann haben wir jetzt hier unser Deckblatt. Da haben wir einmal ein automatisch generiertes Bild, generell einen Sturzgrad, ein Datum, wann das Ganze stattgefunden hat. Und dann eine Aufschlüsselung der Risikofaktoren, die gefunden wurden. Einfach, dass man weiß, was wie wichtig jetzt gerade ist. Die Gangparameter. Man sieht hier, wir haben eine Schrittlänge von 60 cm berechnet, eine Schritthöhe von 2,5 bis 3 cm und eine generelle Schrittgeschwindigkeit von 0,68. Dann haben wir hier einen generellen Text, den wir generieren und Empfehlungen dafür. Diese Empfehlungen werden halt auch durch einen Algorithmus bestimmt oder ausgewertet aus dem Fragebogen. Und an der Stelle verwenden wir tatsächlich keine KI, sondern wirklich von Menschen definierte Logiken, einfach um bei sowas sicherzustellen, dass tatsächlich klinisch relevante Informationen benutzt werden und das nicht irgendein Ausreißer ist, der durch ein KI-Modell erzeugt wird. Insgesamt geht es bei der KI natürlich um unglaublich große Datensätze. Diese Daten zu schützen und natürlich auch für die IT-Sicherheit aufzukommen als Medizinproduktehersteller ist für uns einer der wichtigsten Kriterien im alltäglichen Arbeitsablauf. Auf der Karte sehen wir momentan die Pflegeeinrichtungen unserer Kooperationspartner, wo Lindera Care App im Einsatz ist. Und mit der Pflegeleitung einer solchen Einrichtung spreche ich jetzt. Also es gibt so ganz, ganz viele Faktoren, die das Sturzrisiko doch sehr deutlich beeinflussen. Und da ist es nochmal wirklich genau da, den Blick drauf zu werfen, so aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren. Guck mal, ne, das kannst du selber ändern. Es geht auch nicht nur um diese Dinge, die wir in unserer Versorgung bei den Kunden ändern können, sondern es geht ganz wichtig auch darum, Angehörige und den Kunden selber zu sensibilisieren, was sie dazu beitragen können, ne, um das Sturzrisiko zu minimieren. Die App ersetzt nicht die klassische Krankenbeobachtung. Das muss man mal einfach ganz klar sagen. Es ist eine Ergänzung zur klassischen Krankenbeobachtung.
Ja. Und das finde ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Also die App oder KI unterstützt das, was wir mit unseren Augen sehen, aber setzt das nicht aus. Aber wichtig ist uns, dass der Kunde immer dabei ist und dass auch sieht, was ich eingebe, dass der nicht denkt, ich gebe da irgendwas ein. Die Mitarbeiter werden auch nochmal geschult dazu. Ne? Die App können wir uns auf unser, wir arbeiten ja mit iPads, ne? Ja. Der Pflege oder mit Handys. Und das, da können wir die App dann draufspielen. Dann kriegt jeder Mitarbeiter seinen eigenen Zugang oder es läuft über den allgemeinen Account des ambulanten Pflegedienstes. Also für den Austausch mit Ärzten oder häufiger auch eher mit den Pflegekräften haben wir unser klinisches Team. Dieses klinische Team überprüft dann auch die Relevanz dieser Anfragen und was tatsächlich umsetzbar ist oder halt wichtig wäre umzusetzen. Die tatsächliche Umsetzbarkeit kommt dann häufig dann auch auf das Technische drauf an, was dann bei uns dann landet. Und dann müssen wir sagen, okay, ja, das kriegt man hin, das kriegt man nicht hin. Es kommt immer auf die Anfrage drauf an, dass wir halt schauen, was können wir aus den Daten, die wir schon haben, noch weiteres machen, um diesen Wünschen gerecht zu werden. Auch generell für größere Änderungen muss man dann halt auch wieder diesen Zertifizierungsprozess neu anstoßen. Deswegen habe ich zwar viele Ideen momentan, aber kann einige davon nicht umsetzen. Medizinprodukte unterliegen strengen Richtlinien. Das hat Vorteile, aber halt auch Nachteile. Nochmal zurück zu Petra Poberitz. Was ist Ihr Fazit zur App? So als Resümee zur Nutzung kann ich sagen, hat es uns nochmal sensibler gemacht, auch nochmal genauer hinzugucken, nochmal einen Blick mehr hinzugucken, aber auch bei den Maßnahmen, die schützen können, nochmal kleinschrittiger zu denken. Dieser Abschied von illusorischen Vorgaben hin wirklich smart zu überlegen, wie können wir digital gestützt, KI-basiert unsere alternde Bevölkerung versorgen, stärken und auch wirklich das Leben im Alter lebendig gestalten. Das ist das, wo ich mir in Deutschland immer noch einen Funken mehr wünsche, auch für Europa. Qualität ist unglaublich wichtig, Spitzenmedizin ist wichtig, Verantwortung von Fachkräften ist wichtig, faire Bezahlung ist wichtig. Nur wie bringen wir das in ein Konstrukt, dass wir auf dem Machbaren der hier vorhandenen Fachkräfte mit der Zuwanderung entsprechend aufbauen? Und da können wir unglaublich viel von Übersee lernen. Natürlich haben wir enorme Stärken, indem wir über Datenschutz auch hier sehr stark nachdenken. Wenn wir mit Senioren sprechen, dann ist es nicht, geht nicht. Nicht, oh, ich möchte aber nicht wegen Datenschutz. Die sagen, lasst uns digital teilhaben. Wir möchten ein Teil dieser Reise sein. Nehmt uns mit auf dieser Reise und stellt nicht den Datenschutz als pauschale Antwort davor. Ach, ich finde es einfach wichtig, dass man sich, dass wir uns in der Pflege auch mit diesen neuen Sachen wie KI, digital zu arbeiten, dass das schon wichtig ist. Und ich meine, ich bin jetzt selber schon 60 Jahre. Ne? Für mich, ich habe natürlich von meiner Ausbildung her, ich bin mit 16 in die Pflege gegangen. Also ich komme wirklich aus dem Klassischen her. Aber nichtsdestotrotz finde ich das wichtig, offen dafür zu sein und auch keine Berührungsängste zu haben, mit diesen Dingen auch zu arbeiten. Pflege heißt, auf ganz unterschiedliche Bedürfnisse einzugehen, zu helfen, zu sorgen und zu entlasten. Dabei sind besonders im Pflegesektor die Mitarbeitenden oft überlastet. Hier kann die App helfen. Sie kann unterstützen, kann aufmerksam machen. Sie ersetzt nicht, ist strengen Regulatorien unterworfen, verarbeitet viele Daten. Dahinter steckt ein Team mit Menschen, die gemeinsam Fragen stellen und an Lösungen für Probleme arbeiten, um die Pflege von morgen schon heute besser zu machen.